Hi Leute und willkommen zu einer Sims 3 Hausbau-Challenge. Und das ist tatsächlich nicht die erste, die ich gemacht habe. Das wird jetzt schon einige Jahre her sein, dass ich mal eine 1-Stunden-Hausbau-Challenge in Sims 3 gemacht habe. Das heißt, ich habe mir genau eine Stunde Zeit genommen, um mein Haus zu bauen in Sims 3. Und das klingt nach sehr viel Zeit, aber ist es meiner Meinung nach in Sims 3 nicht. In Sims 4 gibt es ja die 10-Minuten-Bau-Challenges und ich finde, in Sims 4 kann man sehr viel schneller bauen und deswegen hatte ich mit einer Stunde sehr viel zu tun, definitiv. Hatte mir aber, glaube ich, auch sehr viel vorgenommen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne anschauen. Es ist aber, wie gesagt, ein paar Jahre her und ich bin auch eher so mittelmäßig zufrieden mit dem Haus. Also es ist jetzt definitiv keins meiner besten Häuser. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr es euch anschauen wollt, falls ihr es noch nicht kennt, dann verlinke ich es euch hier. Und heute bei dieser Challenge kann ich mir allerdings so viel Zeit lassen, wie ich möchte, denn die einzige Regel dieses Hausbaus ist es, nicht das Einfärbetool zu verwenden. Und wer meine Hausbauvideos kennt oder generell, wie ich baue, der weiß, dass das ein ganz schöner Schlag für mich ist, dass ich da schon vor ganz schöne Probleme gestellt werde, denn nichts nutze ich lieber als das Einfärbetool in Sims 3. Und es ist ja auch was super Praktisches. Ich glaube, Sims 3, ja, Sims 3 ist das einzige Spiel der Reihe, wo wir dieses Tool haben. Und wir spielen heute praktisch Sims 4 in Sims 3. Denn ich meine damit nicht nur, dass wir die Objekte so, wie sie hier im Katalog zu finden sind, benutzen können, sondern wir können auch hier diese verschiedenen Auswahloptionen verwenden. Also ich kann nicht nur das erste Waschbecken verwenden, was wir hier zur Wahl haben. Vielleicht nehme ich ein anderes Beispiel, wo man es schöner sehen kann. Vielleicht einen Sessel. Nicht nur hier den Sitzsack in Schwarz, so wie er hier standardmäßig im Katalog ist, sondern wir könnten auch den Smiley-Sitzsack nehmen oder den Hai-Sitzsack und sowas. Das kann ich alles machen, aber ich kann nicht dieses Tool hier verwenden. Das ist mir verboten. Ich darf Dinge nicht einfärben. Nicht umfärben nach meinen Begriffen. Das heißt, wir können nur die vorgefertigten Optionen hier wählen. Und ich werde auch nur Sachen aus dem Basisspiel oder den Erweiterungen nehmen. Also keine Store-Inhalte, keine Accessoire-Packs. Ich denke auch, dass gerade die Store-Inhalte sonst mir einen ganz schönen Vorteil verschaffen würden, weil die teilweise echt schön gestaltet sind, während die Sachen aus den Packs doch oft sehr schwierig aussehen, auch ein bisschen altmodisch und sowas. Und ich habe mir hier dieses süße kleine 20x30 Grundstück in Sunset Valley gewählt. Wir sind hier so in der Nachbarschaft von Sunset Valley, neben dieser Familie. Ich glaube, das ist die Bunch-Familie. Und ja, werden mal schauen, was wir so Schönes bauen können. Ich dachte an ein kleines süßes Haus für vier Sims, für eine Familie mit Eltern und zwei Kindern. Und vielleicht noch einen Hund dazu. Das fand ich ganz cool. Und ich habe halt auch schon ein bisschen rumprobiert. Ich habe ehrlich gesagt auch schon ein paar Anläufe gestartet, dieses Haus zu bauen. Und bisher war das noch nicht sehr von Erfolg gekrönt. Ich dachte, wir bauen hier so ein süßes, kleines, ehemaliges Haus erstmal. Mit so einer kleinen Aussparung nach vorne. Und können hier erstmal das Dach entfernen. Denn ich hätte hier gern mein eigenes Dach. Das würde ich vielleicht gerne. Machen wir das so oder machen wir das doch vielleicht lieber so? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oh, nee, nicht so. Wenn dann schon so. Müssen wir mal gucken, wie ich das am besten mache. Aber das hier wäre soweit eigentlich so die Idee, die ich hätte. Wobei, ich glaube, ich möchte es doch ein bisschen breiter haben. Dass wir hier so ein bisschen mehr zur Seite nehmen. Genau. Denn das finde ich eigentlich schon mal einen ganz guten Anfang. Naja, nicht unbedingt. Das kriegen wir bestimmt noch ein bisschen schöner hin. So. Und dann das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen mehr verkleinern. Ja, das könnte, glaube ich, ganz gut werden. Wobei ich halt nicht so ein Fan davon bin, dass das hier so durchgängig ist. Deswegen gucken wir mal, wie wir das vielleicht ein bisschen schöner gestalten können. Ja, so ist ein bisschen besser. Und eigentlich hätte ich schon noch gerne zweite Etage. Immerhin wollen wir hier drei Schlafzimmer reinbekommen, ein Wohnzimmer, eine Küche, vielleicht noch irgendeinen Extraraum. Da wäre es vielleicht doch ganz gut, hier noch eine weitere Etage zu haben oder generell irgendwie das Haus noch ein bisschen auszubauen. Wie wäre es denn, wenn wir hier irgendwie so eine süße
kleine Aussparung hinmachen. Ich versuche es vielleicht mal ebenerdig zu machen, weil so schlecht finde ich die Idee eigentlich gar nicht. Und vielleicht machen wir das Dach nochmal so ein bisschen schmaler. Das könnte irgendwie helfen. Ich überlege auch, ob wir vielleicht das noch so ein bisschen weiter reinsetzen. Denn vielleicht hilft das. Ja, doch, das hilft dem Ganzen so ein bisschen. Wenn wir das vielleicht... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so da anschließend haben will oder nicht. Aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Dann müssen wir halt hier an die Seite noch ein bisschen mehr machen, damit das nicht ganz so langweilig wird, sondern wir hier noch so ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Aber an sich gefällt mir das eigentlich schon von der Front her ganz gut. Sieht süß aus. Und ich möchte tatsächlich auch weiterhin so ein schönes rotes Dach behalten. Das war nämlich so ein bisschen meine Idee. Vielleicht so ein Dach. Was ist das ursprüngliche Dach immer? Das ist das hier, was ich nie verwende, weil das ist das Standarddach. Wer nimmt schon das Standarddach? Ich nehme eigentlich immer irgendwie ein anderes. Und ich dachte auch bei den Wänden vielleicht an so schöne Holzwände hier. Sowas wie das hier. Da sollten wir hier diese Optionen haben, dass wir die auch noch, dass wir das auch noch ein bisschen umgestalten können. Das sieht eigentlich ganz süß aus, meiner Meinung nach. Wenn wir da dieses schöne Holz nehmen. Das fände ich ganz cool. Ja, das ist meiner Meinung nach doch schon mal ein erster guter Schritt in die richtige Richtung zum süßen kleinen Haus. Möchte da natürlich noch einige Änderungen dran vornehmen, das noch so ein bisschen mehr detaillieren. Aber das gefällt mir eigentlich schon echt ganz gut. Und ja, dann müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen aufpeppen, dass es nicht ganz so langweilig aussieht. Wie wäre es vielleicht hiermit noch? Hier so vielleicht? Noch ein weiteres Dach. So. Genau, und dann dachte ich, könnten wir das vielleicht noch ein bisschen interessanter gestalten, indem wir das noch dazu setzen. Ja. Sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne, das beides zu kombinieren. Also sowohl dieses, Gott, wie heißen die eigentlich immer, das Walmdach und das Satteldach ein bisschen zu kombinieren, sodass man sowohl halt eben diesen Giebel hat, als auch hier dieses Dachdetail. Ich finde das irgendwie immer ganz cool. Könnte man theoretisch hier machen, aber ich mag eigentlich diese große Fläche von der Seite hier ganz gerne. Ja, das ist eigentlich ganz süß. Und dann, wie gesagt, hier an den Seiten brauchen wir noch so ein bisschen was. So eine kleine Ecke, wie wir das irgendwie ein bisschen interessanter gestalten können. Vielleicht so. Und dann würde ich einfach auch wieder das so zur Seite setzen. Ja. Ich glaube, ich würde es eher eins mehr jetzt nach hinten schieben. So. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel ihr denn immer so einfärbt oder ob das irgendwie für euch gar nicht so das Problem ist, Sachen nicht einzufärben. Für mich ist das ja etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich liebe es, die Sachen nochmal so nach meinen persönlichen Wünschen umzugestalten. Und entsprechend schwierig ist das für mich, das hier nicht tun zu können. Ich werde mir aber Mühe geben. Ich werde mein Bestes tun, dass das trotzdem einigermaßen gut aussieht. Denn ich weiß gar nicht. Irgendwie so ein bisschen habe ich das Gefühl, das wird dann wie ein EA-Haus aussehen. Denn die sind jetzt alle auch nicht unbedingt perfekt eingefärbt, meiner Meinung nach. Das könnte irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich finde irgendwie diesen Stein ganz cool. Wollen wir so ein bisschen Pep reinbringen? Aha. Ich weiß, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht nehmen wir doch eher so einfachen Stein. Wir könnten auch den hier nehmen. Oder halt eher so Backstein. Ich glaube, Backstein könnte hier doch nochmal ein bisschen besser aussehen. Ich weiß noch nicht, ob wir irgendeinen haben, der auch gut hierher passt. Das ist nämlich, glaube ich, eher das Problem. Die sehen nämlich für mich alle nicht unbedingt passend aus zu diesem Haus.
Nee. Und dann können wir sie ja auch nicht wirklich nehmen, denn wenn, dann wollen wir ja hier aber wohl was einigermaßen Passendes haben. Also auf jeden Fall hätte ich hier gerne das hier für die Dächer. Das finde ich irgendwie, sieht ganz gut aus. Ich glaube, für hier passt das nicht unbedingt. Nee, da finde ich das eigentlich ganz gut. Und eigentlich würde ich schon fast sagen, den Stein, den wir hier vorhin hatten, der passt irgendwie noch am besten. Ich weiß nicht, ob in der Farbe oder ein bisschen heller. Oder wir nehmen halt doch irgendwie die etwas mutigeren Farben hier. In diesem Blau-Grün. Eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Vielleicht noch da an der Seite so ein bisschen. Nee, das gefällt mir doch ein bisschen besser. Vielleicht könnten wir das auch so ein bisschen runterschrauben, dass das nicht ganz so auffällig ist. Wenn wir eine Menge Fenster verwenden, dann stört das vielleicht gar nicht mal so sehr. Und ich denke mal, die Fenster werden hier auch alle weiß. Ich glaube, das ist so ein bisschen die einfachste Option auch für uns. Denn die meisten Fenster sind weiß und dann haben wir da nicht so ein großes Problem damit, hier die beste Tür zu finden, die besten Fenster zu finden. Ich glaube, mit weiß sind wir da relativ gut dabei. Apropos Tür. Hier, gibt es da eine weiße Tür, eine weiße Version? Die sieht interessant aus. Die ist allerdings halt so bläulich. Aber das fügt sich vielleicht gut hier mit dem Stein ein. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, die zu wählen. Und dann würde ich die sonstigen Fenster allerdings, wie gesagt, weiterhin in weiß lassen. Wir hätten nämlich zum einen die. Die gefallen mir ganz gut. Die passen vielleicht hier ganz gut hin. Das will sich irgendwie die ganze Zeit nicht platzieren. Ah, ist hier noch. Ja, genau, hier ist noch das da drin. Hier sind generell noch die ganzen Wände drin. Die könnten wir da vielleicht mal entfernen. Dann lassen sich so Sachen nämlich auch einfacher platzieren. Ich würde hier auch generell. Also ich finde es immer nützlich in Sims, wenn man da so eine Decke hat über der Etage, weil ansonsten sieht man halt durchs Dach durch. Okay, wir hätten also die Option, diese Fenster hier zu nutzen. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber ich hätte eigentlich gern Fenster, die noch mehr nach unten gehen, um ehrlich zu sein. Und da denke ich so ein bisschen an die hier, genau, an diese runden Fenster. Die fände ich eigentlich ganz schön. Und ich weiß nicht, ob ich die hier auch haben möchte. Ich glaube, hier würde ich dann eher andere nehmen. Die wären aber auch ganz cool eigentlich. Nee, aber vielleicht können wir hier ja diese beiden Fenster verwenden. Hier so als Doppelfenster, genau. Und hier für die Seiten wäre das halt auch noch ganz schön, ein paar gute Fenster zu haben. Die wirken eigentlich echt zuverlässig. Als ob wir die überall problemlos verwenden können. Das, ja, dann ist das auch gar kein großartiges Problem mehr. Wobei ich überlege gerade, ob wir vielleicht die Fenster hier hinpacken und hier dann irgendwie ein anderes, wie schon eine Art Feature-Fenster verwenden, was irgendwie ein bisschen größer, ein bisschen spezieller ist, was auch so ein bisschen mehr heraussticht. Das wäre vielleicht ein bisschen schöner. Ja, genau, wir könnten auch das hier einfach verwenden. Vielleicht überlegen wir uns auch erstmal so ein bisschen einen Raumplan. Was wäre denn ein schöner Boden, den man hier wählen könnte? Schöner Boden. Vielleicht der. Der ist hell, der ist freundlich. Ja, wir haben doch so ein paar nette Optionen haben wir eigentlich. Aber ich bin eigentlich tatsächlich sogar für den hellen Boden. Hier vielleicht ein Badezimmer rein. Das hier könnte der Essbereich sein, das hier die Küche. So ungefähr, wenn man das so ein bisschen abtrennt. Einfach nur, um schon mal so ein bisschen eine Idee zu haben, wie man das Ganze anordnen kann. Ich bin eigentlich immer noch dafür, dass das hier das Elternschlafzimmer wird. Vielleicht hier noch ein Badezimmer hin. Und dann könnte man das hier mit 3x4 aufteilen. Und dann wird das hier der
insgesamt so der Wohnbereich und der und die Küche und alles. Wie könnte man das denn noch ein bisschen besser aufbauen? Das hier könnte das andere Badezimmer sein. Also wir hier ein Badezimmer haben, hier vielleicht mit der Duschecke, hier noch ein Badezimmer, weil zu viert hätte man, glaube ich, schon gern zwei Badezimmer. Dann, ich finde immer noch, dass das eigentlich eine gute Küchenzeile ist. Aber wir könnten die Küchenzeile auch hier hinsetzen. Das hier sollte halt wirklich nur so ein Flurbereich sein. Hier sollte sonst nichts wirklich mehr vonstatten gehen. Oder hier vielleicht auch der Essbereich hin. Hier die Küchenzeile. Und hier so ein Wohnbereich. Dann würde ich aber mindestens das hier mal so ein bisschen abtrennen. So ein bisschen abschließen. Dass man hier. Dass das hier nicht ganz so offen ist. Vielleicht auch mit einer. Mit einem Torbogen. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Hier haben wir einen schönen weißen Torbogen. Wobei ich nehme vielleicht den normalen hellen Torbogen. Der ist vielleicht noch ein bisschen besser. Genau. Wobei ich überlege eigentlich vielleicht hier raus den Wohnbereich zu machen. Also hier in diese Ecke. Hier den Essbereich. Da die Küche. Das klingt eigentlich ganz gut. Und dann ist das halt doch schon ein sehr offen gestalteter Bereich. Aber das stört mich jetzt auch nicht besonders. Ja, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Haben wir denn irgendwie schöne Türen, die wir hier drin verwenden könnten? So eine helle Tür, die zum Beispiel, die wäre eigentlich ganz nett. Nehmen wir die vielleicht auch direkt. Oder? Ja. Gibt es hier eine bessere? Nee, würde ich nicht sagen. Ja, doch, dann nehmen wir doch mal die hier. Die sieht eigentlich ganz freundlich aus, finde ich. Genau, für die beiden Kinderzimmer, für das Elternschlafzimmer und dann hier das Badezimmer. Ich überlege halt, ob ich. Ja, doch, ich würde dann eher vielleicht hier die Tür hinsetzen. Dann hätte man da drüben halt die Dusche und dann noch auf jeden Fall Platz für ein Waschbecken und eine Toilette. Das wäre mir wichtig. Und dann würde ich jetzt eigentlich noch ein bisschen für mehr Fenster sorgen. Denn das ist ja jetzt nicht so gedacht, dass hier keine Fenster mehr sind. Ich wollte nur erstmal so ein bisschen schauen, wie wir den Raum aufteilen, weil so kann man auch noch ein bisschen besser überlegen, sollen da jetzt eher große Fenster hin oder nicht. Und ja, deswegen wollte ich mir das da erstmal noch so ein bisschen genauer anschauen. Und überlege halt auch, ob wir noch so ein bisschen kleinere Fenster hier an die Seiten mit dazu packen. Wir haben ja auch noch die Option dieser Fenster hier. Und die würde ich hier gern nutzen. Die würde ich auch im Badezimmer gern nutzen. Hier wollte ich ja die Küchenzeile hinsetzen. Aber eigentlich hätte ich hier auch gern eine Tür nach draußen. Vielleicht machen wir das wirklich so, dass wir hier die Küchenzeile haben und hier denn die Tür nach draußen ist. Wir haben ja schon diese schöne. Ah, wir haben schon die Tür nach draußen. Dann könnten wir vielleicht die als die andere Ausgangstür nehmen. Sieht so aus, als wäre die von der Farbe her genauso wie die Vordertür. Ja, mit diesem leichten Blauton. Gefällt mir ja ganz gut. Nehmen, glaube ich, doch nochmal das dazu. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das überhaupt die richtige Höhe für die Küchentheken hat. Naja, nicht ganz, aber es geht. Es geht. Okay. Dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Wir bräuchten hier erstmal ein paar Lichter. So, alles erstmal einigermaßen gut beleuchtet. Und was nehmen wir denn als Wände? Jetzt wird es nämlich spannend, denn die Wände, die sehen alle ziemlich schlimm aus. Ich weiß ja nicht, wie es da euch geht. Nehmt ihr da vorgefertigte Wände? Ich meine, okay, es gibt mit Sicherheit Leute, die einfach sagen so, ja, das passt. Viel besser kriege ich das eh nicht hin. Wobei ich sagen würde, ihr kriegt das mit Sicherheit besser hin. Aber wenn einem auch einfach das nicht so wichtig ist, dann klar, kann man das natürlich so lassen, wie es ist. Vielleicht können wir irgendwie die beiden Kinderzimmer jeweils so irgendwie gestalten. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber hier den Hauptbereich.
Ha, das hat immerhin mal den richtigen Holzton, so einigermaßen. Aber die Wand ist natürlich tragisch. Wir könnten natürlich das Schlafzimmer so blau-grün machen. Ich glaube, ich nehme die Wand. Ja, die ist ganz cool. Okay, ich hab was Gutes gefunden. Alles da. Dann lassen wir das erstmal so. Für die Badezimmer möchte ich zum einen auf jeden Fall das hier nehmen. Das ist eins meiner Lieblingswandtapeten. Und als andere, ich glaube, da werde ich auch einfach hier eine meiner Lieblingswandtapeten nehmen. Weil ich würde irgendwie gerne versuchen, dass die funktioniert. Nee, komm, wenn, dann nehmen wir schon eher die rote hier. Das kann man mal machen. Und hier hätte ich gern natürlich irgendwelche blauen Fliesen. Gibt ja Sinn. Vielleicht die hier. Die könnten eigentlich ganz gut sein. Ja, nehmen wir vielleicht die auf der Seite. Gut. Ja, wir haben das Layout. Wir haben die Wände gestaltet. Das ist doch schon mal ein sehr guter Anfang. So, und für die Einrichtung jetzt habe ich mich aber doch dazu entschieden, die Geschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen und dass ihr das Ganze hier so ein bisschen in vierfache Geschwindigkeit sehen könnt, wie ich den Rest des Hauses eingerichtet habe, denn das hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, auch wenn man so ein bisschen aufs Einfärben verzichtet, aber ich finde, das passt ganz gut zu dem Sims 3, Sims 4 Vergleich, denn ich habe etwas mehr als eine Stunde gebraucht für das Haus und ich brauche auch immer ungefähr so eine Stunde für ein Sims 4 Haus von so mittlerer Größe, wie das hier halt eben ist. Und bei größeren Häusern natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Aber ja, das ist irgendwie super spannend, was für einen Unterschied das Einfärben oder Nicht-Einfärben auch macht. Und ich weiß definitiv auch, dass ich das Haus ganz anders gestaltet hätte, wenn ich es nicht, also wenn ich es hätte einfärben können, wenn ich die Farben selbst hätte wählen können. Wobei ich das auch nicht schlecht finde, wie sie am Ende aussehen oder ja, wie die Räume am Ende aussehen. Und ich bin vor allem auch ein Fan von dem Raumplan und generell so von der Gestaltung, wie das alles geworden ist. Wir haben hier ein schönes Schlafzimmer mit einem Bett natürlich, mit einem Doppelbett und mit auch einer schönen Sitzecke, passend zu dem Bücherregal, was wir da stehen haben. Das heißt, man könnte in dem Schlafzimmer sehr schön lesen und da so ein bisschen entspannen. Und dann haben wir ein sehr, sehr blaues Badezimmer. Normalerweise würde ich auf jeden Fall auch die Wände so ein bisschen, ja, ein bisschen abschwächen in der Farbe, weil dieses ganze Blau hier mit der Duschwanne, mit den Wänden, mit dem Boden doch ein bisschen viel ist. Aber tatsächlich, gerade die Fliesen sind irgendwie eher schwierig, finde ich, im Standard. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich am Anfang, wenn ich irgendwie Häuser gebaut habe in Sims 3, also als ich halt. Ja, als ich da halt noch sehr wenig Ahnung von hatte und auch noch sehr wenig gemacht habe in Sims 3, dass ich da auch hauptsächlich die Sachen so gelassen habe, wie sie sind und nicht viel eingefärbt habe. Aber das ist so lang her, dass ich mich da echt kaum noch dran erinnere, wie das alles so war. Ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber ich erinnere mich auch an Häuser, die ich vor Jahren gebaut habe und selbst an Häuser, bevor ich jetzt YouTube-Videos gemacht habe, weil ich meine, klar, davon habe ich Videos gemacht. Natürlich erinnere ich mich an die, aber auch die anderen Häuser, die ich schon vorher gebaut habe, da erinnere ich mich auch an einige Sachen noch, gerade auch aus Sims 3. Und ja, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie die aussehen, ob ich da Sachen eingefärbt habe. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe früher auch Sachen noch sehr viel eigenartiger eingefärbt, sehr viel bunter und so. Und apropos bunt, ich habe hier bei diesem Kinderzimmer, was wir hier gestalten, versucht, das möglichst bunt zu gestalten. Denn ihr seht schon mal so ein bisschen so ein Farbthema, was irgendwie aufkommt. Es ist alles nicht besonders rot, nicht viel warme Farben, sondern eher kühlere Farben. Und wie gesagt, gerade bei dem Kinderzimmer hier habe ich versucht, doch viele verschiedene Farben reinzubringen, durch die Sachen, die wir halt eben hier so vorgegeben haben, damit der Raum doch nochmal ein bisschen bunter wird. Denn ja, das. Ich weiß nicht. Also halt wirklich, vor allem, das ist ja nicht nur irgendwie ein Raum, der da farblich so gestaltet ist, weil das wäre ja noch okay, sondern das ist wirklich das ganze Haus, was irgendwie ein sehr ähnliches Farbthema hat. Und einerseits kann man das natürlich sehr schön finden und sagen so, ja, das ist sehr angenehm. Aber andererseits denke ich mir auch, boah, das ist doch mit der Zeit echt langweilig, oder? Wenn irgendwie alles irgendwie die gleichen Farbtöne hat. Ich weiß nicht genau. Aber ja, ich habe das versucht hier so ein bisschen, ja,
ein bisschen abzuschwächen. Und wir haben hier zwei gleich große Kinderzimmer, was mir immer sehr gut gefällt, dass die Kinder möglichst gleich viel Platz haben. Oder wenn irgendwie ein Kind mehr Platz hat, dann versuche ich halt immer irgendwie das älteste Kind oder dem ältesten Kind diesen Raum zu geben, weil ich finde, das ergibt am meisten Sinn, dass, ja, dass das älteste Kind das den meisten Platz bekommt. Oder halt eben irgendwie, keine Ahnung, wenn es drei Kinder sind, dann bekommt halt irgendwie ein Kind den kleineren Raum und die beiden anderen Kinder den größeren. Also halt so, dass es irgendwie meiner Meinung nach Sinn ergibt. Und ja, dann haben wir hier einen Teenager-Raum. Also ich meine, das könnte man natürlich auch zu einem Kinderzimmer machen, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Teenager-Raum. Und ich habe versucht, verschiedene Aktivitäten reinzubringen, um dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Charakter zu geben. Denn es ist schon eher ja, quasi eine Art Standardhaus, wo ich jetzt nicht irgendwie eine besondere Familie im Sinn habe oder sonst was für eine besondere Geschichte, sondern ich habe das Haus halt wirklich hauptsächlich für die Challenge erstellt, ohne da jetzt irgendwie mir besonders viel sonst noch zur Familie überlegt zu haben. Denn ich meine, diese Anforderung von wegen nichts einfärben hat jetzt nicht besonders viel mit der Familie selbst zu tun, dass ich sagen würde, oh ja, die Familie ist so und so drauf, sondern es ist halt einfach so eine Standardfamilie schon fast, dass ich sagen würde, da gibt es jetzt nicht wirklich viel, was man da an Charaktereigenschaften dann auch hinzufügen könnte. Und hier die Küche gefällt mir richtig gut. Also vor allem das Layout von der Küche. Ich habe halt hier diese Theken, diese Inseltheken neben die normalen Küchentheken gepackt. Und das hat so eine sehr coole Form ergeben. Irgendwie so halb so um die Ecke, aber irgendwie auch nicht ganz, weil das sind halt irgendwie diese Bartheken halt einfach. Und keine Ahnung, hat mir echt gut gefallen. Und ich habe hier auch absichtlich den Kühlschrank und den Herd genutzt, die halt sehr hell sind, weil ich hätte sonst normalerweise nutze ich ja immer diesen anderen Herd, der ein bisschen günstiger ist und auch mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser als der andere. Aber hier habe ich tatsächlich den teureren genommen, weil der halt eine weiße Farboption hat. Und genauso bei dem Kühlschrank habe ich auch einfach einen genommen, der schön aussah. Weil wenn man nicht einfärben kann, dann muss man das nehmen, was man so bekommt. Und ja, aber wie gesagt, hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir hier das Wohnzimmer, was so ein bisschen offen ist, was so ein bisschen halb irgendwie in einem Flur drin steht, aber gleichzeitig halt auch nochmal so ein bisschen den Raum teilt. Ich finde, das ist ganz schön geworden. Und ich habe hier den Fußboden als Teppich verwendet. Ich weiß gar nicht, einfach von der Größe hätte ich auch einen normalen Teppich nehmen können, aber irgendwie war mir da mehr nach diesem Fußboden. Ach, ich weiß wieso, weil ich ihn ja nicht einfärben konnte. Ha! Und deswegen fand ich irgendwie den Bodenbelag schöner, hat irgendwie besser in den Raum gepasst, als jetzt irgendwie einen dieser Teppiche, die alle irgendwie nicht so ganz mein Fall waren. Ich finde, also ein Grund auch wahrscheinlich, warum ich Teppiche so ungern einfärbe, ist, dass einem vom Spiel her nicht wirklich schöne Optionen gegeben werden, einem nicht wirklich so das Gefühl gegeben wird, so, ja, der Teppich, so wie der aussieht, ist ja schon gut, sondern ich finde, die Teppiche sehen fast alle eigentlich echt nicht schön aus und deswegen muss ich die eigentlich immer einfärben und das geht hier natürlich nicht und dann haben wir uns halt eben für Bodenbelag entschieden, der farblich ganz gut reingepasst hat. Dann haben wir hier noch so einen schönen Eingangsbereich. Es ist ein sehr großzügiger Eingangsbereich, also wusste ich auch erst nicht genau, was ich damit machen soll. Aber da finden wir schon noch so ein bisschen was. Und ja, dadurch, dass ich halt nur die Erweiterung verwendet habe, habe ich auch versucht, viel mit den Basisspielsachen zu machen. Und ich versuche auch öfters mal so ein bisschen in Sims 3 nur wenige Inhalte zu verwenden, weil Sims 3 hat ja auch einige Packs und da jetzt irgendwie, ja, jedes Mal alles zu verwenden, vor allem auch die ganzen Store-Inhalte, ist, glaube ich, echt ein bisschen viel verlangt. Gerade halt auch, wenn ich möchte, dass ihr das auch herunterladen könnt, dass ihr auch damit spielen könnt, wenn ihr möchtet. Und ja, einfach auch, um hier bei diesem Grundstück mir noch eine zusätzliche Herausforderung zu geben, war das doch ganz cool, nur so bestimmte Objekte zu verwenden. Und ja, wir haben ja noch einiges an Deko dazu. Also es ist ein voll funktionsfähiges Haus und es ist wirklich alles da, was man braucht und was man brauchen könnte. Aber es ist halt standardmäßig eingefärbt. Und dann haben wir natürlich auch noch den Außenbereich gestaltet. Der, finde ich, unterscheidet sich nicht so sehr von einem, ja, von mir komplett eingefärbten Haus, weil gerade halt irgendwie
die Blumen und solche Dinge, die kann man ja eh nicht einfärben und dann sieht das trotzdem noch relativ ähnlich aus. Wir haben hier eine schöne Grillecke draußen natürlich. Ja, und irgendwie habe ich dann halt wirklich so dazu tendiert, sehr viel helle Farben zu verwenden, weil ich halt schon damit angefangen habe und dann plötzlich dunkle Farben zu verwenden, wäre irgendwie auch nicht ganz passend, finde ich. Und damit gingen halt sehr ähnliche Farbthemas einher, weil irgendwie, ja, das in dem Spiel leider alles so grundsätzlich eingefärbt ist, dass das alles irgendwie sehr ähnlich aussieht dann. Und haben natürlich auch ein bisschen Licht gesorgt und dann, wie gesagt, kommen noch ein paar Pflänzchen hinzu. Passt sich auch gut hier an die Gegend an mit den passenden Bäumen und anderen Pflanzen, die halt hier auch in der Nähe wachsen. Und ja, dann genau haben wir hier noch so ein paar Blümchen vor dem Fenster hier im Schlafzimmer. Die das Ganze noch mal ein bisschen schöner gestalten, noch mal ein bisschen einladender und freundlicher. Mal so ein bisschen Blümchen hier zu haben und dann noch so ein bisschen Bodenbemalung und dann machen wir gleich noch eine Rundführung vom Haus, damit ihr noch mal so ein bisschen schöner sehen könnt, wie das Haus dann am Ende so fertig aussieht. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, was wir hier am Ende gebaut haben. Die Form ist nach wie vor relativ simpel. Also wir haben ja quasi dieses eine Rechteck mit diesem ein, was hier so an der Seite noch rausgeht, da hinten noch so einen etwas größeren Bereich und dann diese zwei kleinen Ecken, diese zwei kleinen Aussparungen, wobei das hier sogar noch so ein bisschen, ja, nicht einfach nur ein Rechteck ist, sondern halt so ein bisschen mit den schrägen Kanten, um das noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. Also es ist halt ein süßes, simples Haus, würde ich sagen. Nichts super Spannendes in dem Sinne, dass es irgendwie super originell wäre. Oder irgendwie das Allerkrasseste. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie mit den Optionen, die wir haben, möglich gewesen wäre. So wie es halt eben aussieht. Und hier sind wir jetzt im Innenbereich. Es ist halt alles irgendwie, das ganze Haus ist irgendwie blau geworden durch die Farben. Aber das liegt halt auch so ein bisschen an den Wänden. Wir haben ja zuerst die Wände gemacht und dann den Rest so ein bisschen gestaltet. Und die Wände haben das Ganze etwas vorgegeben, dass wir halt eben nicht die Möglichkeit hatten, hier ja, die Farben frei zu wählen. Und hier der Eingangsbereich halt eben mit Kommode, mit einem Tier, mit einer Echse, die man hier haben kann, mit dem Schuhregal. Und dann kommt man hier direkt in den Essbereich und in die Küche rein. Ich finde, das ist eigentlich okay. Man kann hier halt auch direkt nebenan vorbeilaufen. Also es ist jetzt nicht so mittendrin. Ich mag den Essbereich hier sehr gerne vor der Küchentheke. Ich finde generell auch die Küche eigentlich ganz nett so. Ich hätte sie halt ein bisschen neutraler gestaltet, aber sie sieht eigentlich so auch ganz lieb aus. Und dann haben wir hier den Wohnbereich mit Blau-Grüntönen. Haben wir zum einen noch den Futternapf, haben wir noch was zum Spielen für das Kind und dann auch noch eine Musikanlage, damit man hier auch schön Party machen kann. Hier haben wir die Tür ins Badezimmer. Genau, mit der Dusche, mit Toilette und Waschbecken natürlich eher so ein bisschen dunkler gehalten von den Farben her. Und dann haben wir hier das, ich glaube, das ist das Teenagerzimmer. Ja, genau, das ist das Teenagerzimmer. Fällt mir eigentlich auch ganz gut, so mit mehreren Interessen. Zum einen so Sport interessiert, auch künstlerisch und auch Interesse an Musik natürlich. Okay, welcher Teenager hört nicht gern Musik? Oder welcher Mensch hört nicht gern Musik? Finde das aber eigentlich ganz cool, dass hier so ein bisschen mehrere Sachen zusammenlaufen, auch wieder in so blau-grünem Farbthema. Dann haben wir hier dieses Regal, was ich ganz süß finde, mit dem Rucksack und mit der Jacke vom Kind. Und das hat hier drin seinen Raum, sein Reich. Haben hier zum einen das Hochbett mit Platz für den Schreibtisch darunter. Dann die Kommode und halt hier noch einige Spielmöglichkeiten und halt hier auch einen schönen Blick nach draußen. Die haben halt beide auch hier so ein schönes Fenster nach draußen. Dann haben wir hier das Badezimmer, was so ein bisschen das Familienbadezimmer ist, in Blau gestaltet und ja, mit einer Duschwanne, was ganz Schönes, denke ich mal, mit zwei Waschbecken, damit man ja auch gleichzeitig Zähne putzen kann und allem, was man sonst so braucht.
Und dann haben wir hier noch das Elternschlafzimmer, auch in Blau und Grün gestaltet. Keine Ahnung, es hat sich irgendwie so ergeben, das passt irgendwie so ganz schön. Ich hätte mit Sicherheit auch mit einem anderen Farbthema gehen können, aber ich wollte irgendwie ein helles, freundliches Haus gestalten. Und dann haben halt eben diese hellen Möbel hier am besten gepasst, die irgendwie meistens mit Blau oder Grün gepaart werden. Auf jeden Fall sehr interessant, denn wie gesagt, ich konnte es hier selber nicht umfärben. Das waren ja hier so die vorgefertigten Farboptionen. Und offensichtlich wird helles Holz sehr gern mit Blau und Grün gepaart und dunkles Holz sehr viel mit Rot. Und Gelb gibt es sowieso sehr wenig. Und ja. Aber. Ja, das ist soweit also dieses Haus hier, was wir gestaltet haben. Mit drei Schlafzimmern, mit zwei Badezimmern, mit einem schönen großen Gemeinschaftsbereich. Und ihr könnt dieses Haus herunterladen, wenn ihr möchtet. Findet ihr auf jeden Fall in meinem Sims 3 Exchange. Ich packe euch den Link auch in die Videobeschreibung. Und vielleicht könnt ihr daraus ja auch noch was anderes, cooleres machen, wenn ihr das Einfärbetool verwenden möchtet. Oder ihr könnt diese Challenge auch selbst mal ausprobieren. Falls ihr gerade auch wie ich sehr viel das Einfärbetool verwendet, wäre das vielleicht gerade auch interessant zu sehen, was passiert, wenn man es nicht verwendet. Was für ein cooles Haus ihr vielleicht draus bauen könntet. Vielleicht auch irgendwie ein bisschen ein ausgefalleneres Grundstück. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in einem nächsten Video von mir wieder. Ciao!